Hi YouTube, was geht ab? Wir probieren heute mal was Neues auf dem Channel. Wir machen heute Song Battle, aber es gibt nur Kinderserien-Intros. Zwei Verbote gibt es, einmal Digimon und Kipossible. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr es noch irgendwie anders sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, das ist ein easy one. Ich glaube, ich brauche nicht mal hören, Bro. Ich fand Vicky überscheiße. Hey Vicky, oh nee, Arsch. Hasse das. Ist Arsch. Fuck mich jetzt schon ab. Und dann rechts ist Legend, Bro. Ich hab das Gefühl, das ist nicht das Richtige. Ich mach, was ich mach und was ich mach, mach ich gut. Ich pack mir an den Sack und gehe ab im Club. Digga, das ist eine Scheiße, Bro. Ja, eins geht weiter dann. Okay, wir haben einmal DuckTales. Boah, stark, okay. Mein Zauber Mystery, Ori Ride History. Boah, krank. Boah, hart. Sehr, sehr geil. Und rechts Dragon Ball Z habe ich auch nicht gesehen. Ja, komm, Digga, ich hätte den Kommentaren so geschlachtet, ne? Ich freue mich schon. Freunde, wenn ihr wollt, könnte ich auch gerne nochmal eine Kinderserien-Tierlist machen. Da würde ich mich auch nochmal sehen. In der kleinen Weg-Cancellation. Du hast längst gemerkt, es ist noch lange nicht vorbei. Ja, wir hören bis zurück, I know. War sehr geil. Ich glaube, das hätte ich als Kind auch sehr krass gefühlt, wenn ich das geguckt hätte. Aber links gewinnt, Freunde, für mich. DuckTales geht weiter. Okay, wir haben Detektiv Conan gegen Pokémon. Oh, okay, krass. Ich habe bei Detektiv Conan halt leider nie gecheckt, warum dieser Wichser manchmal klein und manchmal groß war. Deswegen habe ich es nie geguckt als Kind. Aber wir hören mal rein. Sie wollten meine Tränen sehen, doch ich hab nur gelacht. Das wurde in jedem Intro erklärt, warum der Wichser klein ist. Dann habe ich es anscheinend nie geguckt, Bruder. Da war ich nie pünktlich anscheinend, aber ich war immer pünktlich bei Fingertips. Und ich schwöre bis heute, diese zwei Moderatoren, die haben gefickt. Ist mir egal, ob die verheiratet sind seit 40 Jahren, die haben gefickt. 100%ig. 100%ig, die haben gefickt. Die haben da diese 5 Minuten Basteltipps gemacht oder abgedreht, haben die gefickt. 100%ig, da schwöre ich drauf. Ich heiße Chinichiku Do, von einer Krimi... Dicker, es wurde wirklich jedes Mal erklärt. No way. In der Organisation wurde mir ein geheimnisvolles Gift eingeflößt, das mich geschrumpft hat. Oh mein Gott, Conan Idogawa, einem Grundschüler. Bruder, ich habe das nie gecheckt. Okay, das hier ist, ja, Bro, also was soll ich sagen, das hier ist halt ein Hit, ne? Das hätte ich sag ehrlich, das ist hier ein Regelschlupfloch, was hier gefunden wurde. Das hätte verboten sein sollen. Ich will der Allerbeste sein, keiner. Alter. Ganz allein fange ich krank. Sie mir, ich kenne die Gefahr. Heilige Scheiße, ich weiß nicht, ob das irgendwer schlagen kann, what the fuck. Rechts kommt weiter. Holy shit. Boah! Alter, jemand hat das echte Captain Baloo-Intro gemacht. Untypisch Andy. Boah, die sind beide so geil. What the fuck? Freunde sein durch dick und dünn. Baloo und seine Crew. Oh yeah. Baloo, oh yeah. Baloo. Und dann haben wir rechts typisch Andy. Boah, ich weiß nicht genau. Wir hören jetzt mal rein. Boah. Typisch Andy. Das ist typisch Andy. Krank. Bro, das habe ich so gefeiert auch, ne? Das war so eine gute Sendung. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man den Meister der Streichen nennt. Es fängt ganz harmlos an. Aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt, hey, typisch Andy. Oh, Alter, das ist ein richtig tricky one, Mann. Okay, also es ist auch fast im Chat ein 50-50, Alter. 52% für typisch Andy. Ja, Freunde, ich muss sagen, Captain Baloo finde ich noch legendärer. Aber typisch Andy, auch krasse Einsinnung. So, was haben wir hier? Die Gummibärenbande. Deadass und rechts Clone Wars Intro. So, da werde ich wieder geschlachtet, Freunde. Ich habe Clone Wars nicht geguckt. Aber wir hören erstmal beides an. In ihren Höhlen, da sind sie zu Hause. Gummibären, hüpfen hier und da und überall. Okay, Classic und dann haben wir rechts Clone Wars Intro. Ich glaube, das kenne ich nicht mal. Star Wars Filmmusik ist krass. Oh! Aber es ist sogar dieses OG-Star-Wars-Theme. Ey, ich sag ehrlich, ich hab Clone Wars nicht geguckt, Bro. Ich hab Star Wars sogar fast kaum geguckt. Aber, Alter, das ist ein kranker Hit, ne? Den kennt man halt. Boah, Alter, wir gehen mit zwei rein, auch wenn ich es nicht geguckt hab, Freunde. Das ist, glaube ich, das Erste, was weiterkommt, was ich nicht gesehen hab. Boah, okay, Alter. Ben 10 und Inuyasha. Okay, Inuyasha habe ich nicht gesehen, aber vielleicht kenne ich Intro. Ben 10, krass, fand ich auch übelst geil. Wenn er auf sein geheimes Blick zum Monster Oh mein Gott, das ist die deutsche Version. Ben 10. Oh nein. Digga, früher war es auch auf Deutsch quasi das Intro in Englisch, glaube ich. Okay, und dann hier haben wir rechts Inuyasha. Die Zeit
Boah, das ist schwer. Das ist echt schwer. Wir gehen mal mit rechts. Okay, was haben wir hier? Ach, Digga, Detektiv Basta wieder. Und rechts ist Pokémon. So. Dann ist das ein anderes aber? Jemand meint, es gibt mehrere Detektiv Conan-Songs. Mit aller Kraft, mit Leidenschaft. Boah, der ist hart. Doch, 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 der geht rein. Der ist viel geiler als der andere, oder? Okay, check ich auf jeden Fall. Der ist krass. Und rechts haben wir, ich möchte ein Held sein. Ist das das Normale von Pokémon? Ich will ganz oben stehen und ich werde alles tun. Ich werde weitergehen, immer nur der Beste sein. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das kenne. Denn ich will ein Held sein. Oh, halt dich an mir fest. Ah, doch, kenn ich. Boah, das ist ein schwieriger, finde ich. Das ist das Erste, wo ich wirklich sagen würde, das ist ausgeglichen. Ich sag ehrlich, ich habe ein bisschen mehr Bindung zu Pokémon, ne? Aber wenn da jetzt nicht Pokémon gestanden hätte, ich glaube, ich hätte links genommen. Boah, das ist ein Trick. Ich glaube, objektiv, es ist natürlich nicht objektiv, aber ich versuch's objektiv. Objektiv würde ich sagen, links muss weiter, Digga. Ich habe das Gefühl, Detektiv Conan war krasser. Okay, wir haben wieder die Gummibären-Wichser. Vielleicht schaffen sie es diesmal in die zweite Runde, wer weiß. Kennen wir schon. Und dann haben wir rechts Camp Lake Bottom. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Die Gummibärenbande schafft es dann doch noch in die zweite Runde. Oh, okay, interessant. Wir haben Dragon Hunter, die Drachenjäger und Beyblade. Okay. Ich glaube, links habe ich nicht geguckt. Ja, das ist Arsch. Ich weiß nicht, ob ich Beyblade Metal Fusion geguckt habe. Ich habe das OG geguckt, wo aus seinem Beyblade so ein weißer Tiger rauskam. Ich weiß nicht, ob es das ist. Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst uns den Kampf gewinnen. Hier gibt es keinen drinnen. Oder wisst ihr eigentlich, was das für eine kranke Scheiße ist? Früher, Bruder, in Hofpause, wir haben Yu-Gi-Oh! Gespielt oder Beyblades so rippen lassen. Heute, die rauchen 11 Bar Wassermelone, Alter. Digga, shit changed, Mann. Shit changed. 11 Bar Käsegeschmack. Krass, krass. Ich muss aber sagen, Beyblade-Intro nicht so ultra sick, aber rechts kommt weiter. Oh, Digga, Bro, wie viele Leute haben diese Gummibären-Wichser eingesendet? Holy shit. Okay, also die Gummibären-Wichser, ne, kennen wir hier. So, reicht auch. Und auf der rechten Seite haben wir Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Krasses Intro. Ich hoffe, es ist die richtige Version. Es gibt nämlich noch eine andere Version. Ich hoffe, es ist die richtige. Okay, ja, es ist die richtige, weil ich dachte, es ist vielleicht diese hier. Warte. Timmy packt seine Hoden raus, denn Timmy ist nicht dumm. Doch Mom und Dad und Vicky bumsen mit Dinkelberg herum. Ich will bumsen, jetzt wird's schlimm für den kleinen Tim. Die Polizisten klopfen an seiner Tür. Digga, ich hatte das so witzig, ne? Ja, ich hab das auch gerade geschrieben im Chat. Aber ich hab da so 4 Streams drüber gelacht, weil ich so witzig fand. Hey, Rashid und Hakim, Schutzgeld eintreiben, Automat zocken, yeah. Okay, weil das Original ist auch sehr krass, hört noch mal kurz an. Hat den Bogen raus, der Timmy ist nicht dumm. Doch Mom und Dad und Vicky kommen nie herum. Okay, aber dennoch, Chat, rechts kommt weiter. Alright, okay, hier ist wieder so ein Grenzfall. Chat hat sich so ein bisschen dagegen geäußert wegen so Anime-mäßigen Sachen. Aber für mich ist Naruto trotzdem in meinem Kopf trotzdem irgendwie so ein Kinderding, you know? Also ich verbinde das schon so mit RTL 2 Pokito-Stuff. Und auf der rechten Seite haben wir Drake und Josh. Okay, wir fangen mit dem Link an. Ich muss sagen, finde ich geil und ich kenne das auch. Aber für mich ist dieses OG-Naruto-Intro... Ich weiß gar nicht, ist das von der ersten Staffel gewesen? If you believe it, Naruto! Das fand ich so geil damals. Ja, das lief auf jeden Fall so auf RTL 2, hundertprozentig. Aber das ist anscheinend, das ist anscheinend ein deutsches Intro. Digga, fand ich krass damals. Naruto, I'm on my wing. Naruto, I'll be okay. Das gab's nur beim deutschen Dub. Dann Leute, die quasi ein bisschen jünger sind jetzt, dann habt ihr das wahrscheinlich noch nie gehört, obwohl ihr Naruto geguckt habt, vermutlich, oder? Weil die meisten gucken ja irgendwie auf Englisch oder auf Japanisch oder so. Digga, habt ihr das vielleicht noch, dann gibt es vielleicht Leute, die haben es noch nie in ihrem Leben gehört gerade. What the fuck, Bro? Auf der rechten Seite haben wir Drake und Josh, natürlich auch S-Tier-Serie. Krank. Krank. Immer gefreut, wenn es lief. Auch einer meiner Favorite, Mann.
Boah, das ist echt schwierig, weil rechts ist halt eine geile Serie und der Song ist geil, aber links ist halt so, boah, es gibt halt so Gänsehautmäßig, ne? Dieses, oh. Boah, das ist krass, Alter, Junge, Junge, Junge. Boah, das ist auch echt schwer, finde ich. Ja, Bruder, ich muss objektiv gesehen einfach Naruto weiterlassen, Bro. Naruto geht weiter. Eric und Josh war so eine kranke Einsendung, aber ich glaube, Naruto geht weiter, Mann, auch wenn ich es nicht geguckt habe, aber... Krank, wirklich krank. Danny Phantom auf der linken. Danny Phantom. Oh, scheiße, ja, das war. Oh, krank auch. Oder jemand schreibt, hat keiner geguckt. Was? Okay, Re-Rap, Intros, Medium. Sendung geisteskrank gewesen. Okay, und auf der rechten haben wir Benjamin Blümchen. Das ist das OG einfach. Auf einer schönen grünen Wiese liegt ein großer grauer Berg. Streckt die Beine in den Himmel. Warum ist Benjamin Blümchen da nackt? Ich glaube, diese Person wollte nicht dieses Intro linken, sondern das Original. Tut mir leid, aber dann geht Danny Phantom weiter. Ich glaube, wenn es das OG Benjamin Blümchen gewesen wäre, dann hätte das gewonnen. Alright. Oh, Chat, wir haben das richtige American Dragon Intro. Und Chip und Chap. Alter, das ist doch mal krass. Das ist das letzte Qualifier. Heilige Scheiße, okay, das ist hart. Sie sind stets für dich bereit. Chip, 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 Chip und Chap. Ritter des Lands. Chip, Chip, Chip und Chap. Kranke Serie auch, habe ich auch sehr gefeiert. Und dann rechts American Dragon. Der Typ, so cool und der weiß, was zählt. So jung und schnell, er ist aus der Welt. Lasst euch nicht erschrecken. Krank. Ey, der krasseste Part ist hier, wo er so anfängt zu rappen. Ich bewache diese Sache, diese riesige Stadt, weil New York sonst ziemliche Probleme hat. Krank, Banger. Boah, das ist ein harter, Alter. Ja, Freunde, ey, wir müssen mit rechts weitergehen. Rechts ist für mich noch krasser einfach. Und ich fand diese Rose von American Dragon einfach so unfassbar geil. So, okay, okay, okay. Alright, ladies and gentlemen, wir sind in der zweiten Runde. Star Wars Clone Wars. Und Phineas and Ferb. Es gibt 6 Wochen vor Alter. Tage, bis die Schule beginnt. Alter. Ich habe keine Ahnung, Bruder. Schwer. Also, Phineas und Ferb habe ich halt geguckt, verbinde ich halt mehr mit. Und ist auch ein krasses Intro. Star Wars ist halt auch heftig. Ich kenne es aber halt nur vom normalen Star Wars Film. Wir gehen mit 2. Ne, wir gehen mit 1. Wir gehen mit Clone Wars weiter. Okay. Digga, wir haben Beyblades. Beyblade, let it rip. Und auf der rechten haben wir ihn hier. Oh nein. Die waren immer sehr, sehr kritisch. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht irgendwelche sehr, sehr kritischen Sachen. Du wirst langsam ein großer... Fuck. Dixer! Alter, absoluter Classic. Ich trau mich nicht noch mehr davon abzuspielen, Bro. Ich hab das Gefühl, da sind Sachen dabei, für die ich absolut gecancelt werde, wenn wir die jetzt hören. Aber egal, komm, wir hören sie. Und spielen mit mir, ich lade dich ein, ich bin... Groß ist die Welt und schön, es gibt so viel zu sehen, viel zu entdecken mit... Robert! Ja. Das war so mein Humor, ne? Ich hab das so geliebt, Bruder. Da gab's eine Caillou-Verarsche, Bruder. Da hat sich so sein Dad umgedreht, Digga. Und da war so mit Paints und braune Farbe an seiner Hose dran, Digga. Alter, hat mich jedes Mal bekommen. Einfach so Scheiße hinter der Hose. Digga, wie kacke. Wie schlecht. Was für ein schlechter Humor, Digga. Ja, wir gehen mit Caillou weiter. Was soll ich sagen, Bro? Was soll ich sagen? Okay, wir haben einmal Wings Club und DuckTales. Boah. Und auf der rechten haben wir heller als Licht Wings. Boah, Alter, das ist so hart. Ey, Bruder, 2 geht weiter, 2 geht weiter. Aber DuckTales auch legendary, no joke. Okay, wir haben Feuerwehrmann Sam und Weitersmann und Coca-G. Okay. Es kommt ein Notruf. Boah, Alter. Feuerwehrmann Sam ist unser Alter, krank. Digga, das bricht mir das Herz, dass Feuerwehrmann Sam jetzt rausgeht. Weihnachtsmann. Oh, obwohl? Sag mir, wieso bist du so schlau? Woher kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Alter, das ist schwer. Er bleibt boah, ruhig und konzentriert, denn er löscht jeden Brand.
ja, Feuerwehrmann Sam. Alter, ey. Ey, ihr werdet mich alle hassen, aber Bruder, wir gehen hier mit Feuerwehrmann Sam in die nächste Runde, Digga. Es tut mir leid, Bruder. Aber ich sag euch ehrlich, Digga, das ist überkrank. What the fuck, was ein Hit. Okay, wir haben Detektiv Wichser und One Piece. Mit aller Kraft, mit Leidenschaft. Geil, und rechts haben wir, ist das wahrscheinlich das OG One, ne? War das das? Oh, Digga, krank. Alter, ja, ey, Freunde, rechts geht weiter, One Piece. So, Tom und Jerry. Alter, krass. Vielen Dank für die Blumen. Und dann haben wir hier den hier. Ey, man muss sagen, Inuyasha auch krass. Aber Bruder, wir können unseren Boy, unseren Plug Udo Jürgens nicht im Stich lassen. Tom und Jerry geht weiter. Und Sailor Moon, Alter. Sag das Sound. Ja, Sailor Moon. Du kannst es tun. Krank. Ja, Sailor Moon geht weiter, holy shit. Das ist ein Hit, what the fuck. Okay, wir sind im Qualifier. Okay, okay, Klobus. Und Wings Club. Was ist ein Hit, Alter. Ey, Freunde, wirklich, es tut mir unfassbar leid, okay? Aber Clone Wars hat es leider nicht weiter geschafft. Wings fucking Club kommt weiter. Was ein Banger, Alter, holy shit. Oh, nein! Nein! Das ultimative Battle. Pokémon gegen Feuerwehrmann Sam, Alter. Okay, wir mal bei ihn hier. Ich will der Allerbeste sein. Boah, Alter, was denn jetzt? Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Alter, kranke Scheiße, Digga. Digga, ich will Feuerwehrmann Sam on top sehen. Den hatte ich ja null auf dem Schirm. Der ist ja überhart. Oh Mann, Alter, ist das schwer. Kopf zu und drück die 2. Okay, dieser Robin im Chat hat gesagt, ich soll die 2 drücken. Also hatet ihn einfach in den Kommentaren. Okay, es ist passiert, wir sind durch. Sorry, ja, ich meine nicht dieser Robin, sondern dieser Obin. So, wir haben einmal One Piece. Boah, das ist ein schwerer jetzt. Das ist ehrlich ein schwerer. Krank. Sehr, sehr krank. Ich spule noch mal ein bisschen rein. Krass. Und dann haben wir Ninjago. Auch geil. Das ist echt ein schweres eigentlich. Also, wenn ich beides geguckt hätte, fände ich es übel schwer gerade. Aber mit One Piece habe ich einfach ein bisschen mehr Verknüpfung und, ich finde, das ist einfach nochmal das noch krassere Intro. One Piece geht weiter. Okay. Wir haben einmal Disneys große Pause. Und ihn. Du wirst langsam ein großer. Fuck. Digga, es tut mir wirklich leid, ne? Aber die scheiß KU-Verarsche geht noch eine Runde weiter, Digga. Ich hasse dieses Disney's große Pause-Intro so sehr. Okay, jetzt ist wild. Okay, Captain Baloo und Cosmo Wanda. Oh, hey, oh, Baloo. Das ist geil, dann haben wir hier. Boah. Ich glaube, wir gehen mit Captain Baloo weiter. Es voten zwar 80% für Cosmo und Wanda. Aber es liegt daran, dass ihr alle 15 seid, Bro, und Captain Baloo nicht gesehen habt. Deswegen gehen wir mit links weiter. Captain Baloo, Bro. Krank. Okay, wir haben einmal Naruto Opening 3 und Danny Phantom. Ja, Bruder, oh mein Gott, wer wird wohl gewinnen? Yo, Danny war 14, als der Scheiß begann. Bro, wirklich, dieser Part ist, also nur das Intro ist Arsch. Die Sendung war übel geil, aber Intro ist Arsch. Ja, obvious, Naruto geht weiter. Oh, Alter. Vielen Dank. Für die Blumen. Der Typ ist cool und der weiß, was zählt. Boah, ey, da muss man wirklich sagen, krasses Battles, überknapp. Mich interessiert mal, was Chat sagt. Ja, okay, krass, ja, also für Chat ist es nicht knapp, aber ich hätte auf jeden Fall auch Tom und Jerry genommen. Aber krass, Bro, ich feiere rechts auch überhart, ne? Oh nein, okay, wir sind im Quarterfinal, oh mein Gott. Sailor Moon gegen Wings. Oh nein! Was der macht! Krank und oh mein Gott!
Leb deine Träume, sie werden dich leiten. Glaub an die Macht, die in dir lebt. Boah. Du kannst es tun. Aus Sailor Moon. Okay, ich habe jetzt gerade vorgestellt, wie ich richtig besoffen im Club bin und beide Songs kommen nacheinander. Und ich glaube, links bei Sailor Moon würde ich einfach mehr mitgrölen. Das ist so, du kannst es tun! Oder, you know? Und ich glaube, ich glaube, Sailor Moon muss weitergehen. Okay, um fair zu sein, aber hier wird's Arsch. Und hier wird's eher nur geiler. Boah! Alter, ich nehme alles zurück. Wings Club, cleared. Wings Club kommt weiter. Holy shit. Oh nein. Nein. Holy shit. Oh mein Gott, nein. Feuerwehrmann Sam gegen One Piece. Alarm ist Alter. Er löscht jeden Brand. Alter, wirklich, wie da dieses Er löscht jeden Brand geflowt wurde. Holy shit, Alter. Dann haben wir ihn hier. Bruder, ist das dumm. Ey, vorne. Das war ein richtig guter Run, ne? Aber Feuerwehrmann Sam muss leider raus. One Piece ist krasser. Mario 2K, Bro. Was ein Hit, wirklich. So, okay, wir haben einmal ihn. Und ihn. Ist auch jedes Mal lustig einfach. Langsam ein großer. Der ist immer witzig, ne? Der wird auch nicht unlustig. Ey, Captain Baloo geht weiter. Captain Baloo geht weiter. Okay, okay. Oh. Oh, das ist ein tricky one jetzt. Für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Boah, Alter, holy shit. Ich sage euch ehrlich, Freunde, wir gehen mit Naruto weiter. Ich habe das Gefühl, Naruto war nochmal ein Stück krasser. Okay, oh nein. Okay, wir sind im Semifinal jetzt. Oh no. Oh no. Heller als Licht. Leuchtet dein Zauber, reine Magie. Alter, ich glaube, ich habe einen Favoriten. Aber das ist ein richtig tricky one, Alter. Chat sieht auch so. Ja, wir gehen weiter mit One Piece. Boah, One Piece ist halt auch eine OP-Einsendung, ne? Muss man echt sagen. One Piece kommt auch auf die Blacklist nächste Mal, Alter. Ist viel zu OP. Okay, krass. Oh Gott, alle werden hassen, weil es kommen zwei Animes ins Finale. Aber wir haben einmal ihn hier. Krank. Oh mein Gott, hart. Okay, ich check auf jeden Fall, warum Leute sagen, das wäre jetzt für die jetzt kein Kinderserie-mäßig Naruto, check ich auf jeden Fall. Aber da war das Regelwerk nicht so ganz klar, sag ich mal. Aber man muss einfach sagen, Bro, Naruto ist der krankere Song hier, Bro. Ist der krankere Song. Alter Schwede, what the fuck, Bro. Das sind wirklich die zwei Serien, die ich nicht geguckt habe. Aber gerne hätte geguckt. Alter, ist das krank. Boah, das ist echt schwer. Boah, krank. Boah. Okay, man muss sagen, bei dem Song aber sind die ersten 20 Sekunden überhart. Danach flacht es aber, finde ich, ein bisschen ab. One Piece wird immer krasser bis zur Minute 20, eine Minute 20 oder so. Genau, bis du dieses na 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 One Piece oder so kommt. Also, ich sage euch so, wie es ist. One Piece gewinnt das Ding hier. GG, Bro. Salz official, Bro. Congrats, Bruder.